Jennifer, seiner einstigen Freundin und Geliebten, gelangte Geralt ins Dorf Weißgarten. Die Zauberin schien nur ein paar Schritte entfernt, doch sie blieb ungreifbar. Schließlich erfuhr der Hexer vom nilfgaardischen Garnisonskommandanten, dass Jen tatsächlich ganz nahe war, in Vysima. Ja, huhu, hier wieder beim Koali und bei The Witcher 3 Wild Hunt. Und ja, ist jetzt eine ganze Ecke hier, dass ich hier das letzte Mal gespielt habe. Wir gucken mal auf die Weltkarte, wo ich hier eigentlich hin wollte. Ich wollte hier so ein paar Fragezeichen aufdecken und dann kommt das hier doch mal ganz gut. Es ist nämlich in der Nähe. Dann laufen wir da hin. Ja, dass wir wieder mit der Steuerung ein bisschen klarkommen. So. Hallo, du komisches Fragezeichen. Was bist du? Es scheint ein Monsternest zu sein, ja. Deswegen, Schutzschild läuft. Okay. Schwert ziehen. Das haben sie, glaube ich, auch anders gemacht jetzt bei diesem Teil, dass man nicht mit der falschen Waffe gegen die falschen kämpfen kann. Früher konnte man ja in den anderen Witcher-Teilen auch mit dem Stahlschwert gegen Monster kämpfen, hat dann wesentlich weniger Schaden gemacht. Und ihr habt ja jetzt ja gerade gesehen, ich habe zuerst die Axt gezogen und dann auf einmal hatte ich das Silberschwert in der Hand. Yeah. So, Erfahrungspunkte erhalten. Nehmen wir noch ein bisschen Nirnwurz mit. Und hier oben sind auch noch solche. Wolfsbahn. Na gut. So. Dies war also ein Monsternest. Mal gucken, was das andere ist. Plötze! Wo bist du, du faules Tier? Da. Los, los! Tap. Genau, los, los. Yeah. Bist du ein Banditenlager? Okay. Dann nehmen wir uns erstmal hier ein bisschen Blumen pflücken, damit wir nicht so. Zieht auf einen. So, zwei auf einen Streich. Ja, okay, die konnten ja mal gar nichts. Ist aber auch ganz gut so. So, alles aufnehmen. So, was habt ihr denn hier schönes bewacht? Lasst mich doch mal schauen. Na? Öhren und Flüren. Meh. 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 Kann ich mal runterspringen? Vielleicht ist da was unter der Brücke, ein Troll oder so. Aber hier scheint es auch nicht durchzugehen. Dann lassen wir das mal lieber. So, da kommen Geräusche aus dem Wald. Ich schaue nochmal auf die Weltkarte, wo wir denn noch was machen müssen. Hier unten ist noch ein Fragezeichen. Getreues Plötzenpferd. Auf zum. Ja, jetzt läuft er nicht vom. Läuft es von mir weg? Hey, wir kennen uns doch. Ich bin der, der immer. Lauf, hier und so. So. Nicht so schnell, Plötze. Den Satz hätten sie sich auch sparen können. Das stimmt nämlich nicht. Oh, was gibt's denn hier? Da ist ein Fragezeichen oben drauf. Okay. Und hier sind Gegner im Wald. Wahrscheinlich Wölfe oder sowas. Ja, das ist ein Wolf. So.
Und hier oben müssten wir irgendwie drauf. Wie kommen wir denn da hoch? Hier da hoch, wenn wir hier so hüppen oder so? Sieht nicht danach aus. Ne, das macht der Geralt nicht. Hier hinten rum. Das scheint auch ein Abhang zu sein. Das erste Mal in diesem Spiel, dass ich hier so ein natürliches Hindernis sehe, wo ich nicht so einfach drüber hinwegkomme. Ich weiß, wir wollten eigentlich woanders hin, aber ich will erst jetzt wissen, was das da ist. Hier komme ich auch nicht hoch. Ist das richtig? Oh, hier war irgendwas mit. Im Fluss. Eine Pfeife. Ja, ja. Hier ist auch Zeug. Hier ist überall Zeug am Ufer. Lederbänder. Und Ertrunkene. Komm her. Da sind noch mehr Ertrunkene. Und die haben einen bewachten Schatz. Das ist doch mal gut. Den holen wir uns. Brenne! Euren Schatz, den ihr bewacht. Ja. Explosive Bolzen können wir jetzt bauen. Sehr gut. So. Wollen wir denn jetzt hier nicht irgendwie hoch? Das müssen wir irgendwie hochkommen, meine ich. Da hinten sieht es ein bisschen flacher aus. Das ist ja die große Sache, die ich an Dragon Age nicht so geil fand, dass man da ständig irgendwie so natürliche Barrieren hat, wo man nicht hinkommt und die man auf der Karte auch nicht sehen kann. So, Plätze. Hey! Hier ist jetzt schon dieses, wo wir eigentlich hin wollten. Dann, ach, ich komm, ich mach das jetzt einfach. Das ist ein bisschen zu viel für mich. Au. Du bist gegen mich gelaufen, kleines Mädchen. Da kann ich jetzt nichts für. Und ich komme hier über diesen scheiß Zaun nicht rüber. Er ist wie eine unsichtbare Wand. Es scheint doch das Ding da oben zu sein. Okay. Ja, wir haben ja schon gesehen, da oben kommen wir nicht hin. Hier, Plätze, komm her. Natürlich stellst du dich wieder hinter den Zaun. So, ich versuch mal hier den Weg lang. Ja, sind alle am Weinen, das ist ja auch schlimm. So. So, nee, vielleicht von hier aus. Hier rüber. Das sieht da gut aus hier, das sieht nach einer Rampe aus. So, und hüpp. Da geht's weiter. Hüpp. Und hüpp. Sind Deserteure unterwegs. Den habe ich mit bloßen Händen verfehlt. Aua! Nackt!
Wagt es euch. So, da schießt einer auf mich. Los her, du. Leben. Ja, jetzt weiß ich, warum du Schusswaffen benutzen musstest. Was habt ihr denn hier bewacht? Lasst mich das doch mal gucken. Mhm. Oh, Vipern-Schulen-Ausrüstung. Nice, nice, nice. Und da hinten ist auch noch was. Baumwolle. Und Phosphor. Okay. Dann haben wir hier ja schon mal alles raus. Hier können wir aber noch nicht. Wenn ich jetzt hier runterhüppe, bin ich bestimmt tot. Deswegen ist er hier an der Seite. So. Ach ja, hier können wir ja wieder nicht hoch. Das kennen wir ja auch schon. Wieder hier hoch zum Dorf und einmal außen rum. So. Muss ja nicht die ganze Zeit mit der Axt rumlaufen, ne? Wie sieht denn das auch aus? Hier ist auch noch ein Fragezeichen. Was haben wir denn hier? Hier ist Zeug. Ein Schmugglerversteck. Muss ich von der anderen Seite hin. Ne? Das ist doch bloß, ich komme jetzt hier wieder in die... Oh, Geralt. Doch hier wieder rauskommen. Na, komm, du kannst da wohl da oben raus. Nee, sag bloß, ich komme hier nicht wieder hoch. Ah, zum Kotzen. Das ist nicht gut gemacht, Leute. So, hier muss ich auch. Ja, muss ich gerade sagen. Das wäre jetzt auch beschissen. Beschiss gewesen, wenn ich jetzt hier nicht wieder hochgekommen wäre. So, und hier müssen wir jetzt von der anderen Seite dran. Was haben denn die guten Schmuggler hier versteckt? Hier anscheinend nichts. Hier gibt's was. Was hat der jetzt schon? Da drüben geht es nur noch was zu zerstören. Das war's schon. Okay. Schwimmen, schwimmen, schwimmen. So, hier sind wir doch gleich schon da. Wo uns das zeigt. Oh, da sind Feinde. Das Schutzschild aktivieren. Dann nehmen wir mal die Gedankenbeeinflussung. Für Temerien. Ich sag ja wie. Heubatz, Minateure. So. Gebt mir all euer Geld, falls ihr denn welches habt. Ihr habt nur abgenutzte Kleidung und Knüppel. So. Haben wir hier einen kleinen Knüppel.
Meteoritenerz, das ist doch mal was Nettes. Okay. Dann haben wir das jetzt hier auch alles aufgeklärt. Hier ist irgendwas im Wasser. Ja. Das schauen wir uns dann jetzt mal direkt an. Hier ist es noch irgendwas. Da gab es noch was. Oh, da habe ich beinahe das Beste verpasst hier. Drachentraum. Ein Drachentraum. It's a dream. Of a dragon. Oh, da hinten sind jetzt schon böse Ertrunkene. Die machen wir jetzt mal Feuer. Eigentlich müssten die auch total empfindlich gegen Feuer sein. So, zack, zack, zack. Und, was haben wir hier? Zeug. Okay. Noch was. Monsterherz. Spaltbolzen. Wasseressenz. Präzensionsbolzen. Auch nett. Okay. Hier scheine ich immer noch nicht alles geholt zu haben, ha? Huh? Nochmal dahin zurück. Auf dem Weg dahin müssten wir eigentlich hier vorbeikommen können. War doch da eben. Was war denn da noch? Ah, hier sind es wieder Ghule. Verlassene Städte. Hey, ihr Ghule. Brennt. Stecken sich hinter den Zaun, die Ghule. Brenne. So. Ah, da kommen die Leute wieder zurück. Vielleicht gibt es auch wieder einen Händler. Aber es scheint so eine Gebetsstätte zu sein. Ja. Ach ja, ich bin so gut. Aber da ist tatsächlich jetzt ein Kräuterhändler. Was? Hast du was Interessantes? Hat er denn was Interessantes? Hab ich was Interessantes für ihn? Anscheinend nicht. Aber der hat hier weiße Möwe, Zwergenschnaps, Rezepte. Okay, der hat ein paar Rezepte, die vielleicht ganz interessant sind. Kosten auch echt viel. Jetzt haben wir schon keine Knete mehr. Das heißt, wir verticken dem jetzt hier irgendwas. Was will er denn haben? Was ein bisschen was bringt. Hier. Zack. Okay, das brachte jetzt nicht so viel. Ich habe einfach nichts Wertvolles, was ich mit mir rumschleppe hier. Das Muttergehen auch nicht. Das hier kann man ihm verkaufen. Das hier können wir ihm verkaufen. Und Scherben. Okay. Dann gib mir auch mal die Zeugs hier. 62 kostet das. Oh, ich habe einfach nichts dabei hier. Hier für 14, für 24. Chimärischer Roggenschnaps. Bärenfett.
Das will er alles nicht haben hier. Genius Absurd. So, wir brauchen noch 70. Hier will er nichts haben. Das ist für 70. Hier, die Greifenfedern können wir ihm verticken. So, okay. Dann gib mir mal die Rezepte alle. Hat so ein bisschen was von Pokémon. Sammeln sie alle! Leb wohl. Leb wohl. Okay. Suchst du Ärger? Ich habe euch hier gerade euren tollen Gebetsdingens hier freigemacht und dann moppelt der mich jetzt hier an, oder was? Wie undankbar sie doch sind. So, Ghoulblut nehmen wir mit. So. Ja, okay, undankbare. Ein bisschen Pusteblumen mitnehmen. Die Welt ist schön mit Pusteblumen. So. Dann müssen wir hier wieder zurück hin. Sollte da noch irgendwas sein, was wir nicht gesehen haben? Ah, ja, es gab eine zweite Brücke. Natürlich sind wir wieder auf der falschen Seite. Oh. Nee, Koali, dummer Sack. Naja, Dummheit muss bestraft werden, ne? Und so weiter. Na komm, lauf. Hier vorne konnte man noch. Hup, hopp. Hiep, hopp. Komm, eben ist er auch hochgelaufen. Ja, wollte ich gerade sagen. So. Jetzt hier auf die zweite Brücke hoch. Und dann von hier aus da rein. Ah. Zwergenschnaps. Wasseressenz. Silberbarren Schwefel. Silberbarren ist sehr gut. Das braucht man, glaube ich, auch für neue Ausrüstung. Pferdehaut. Noch mehr Pferdehaut. Hundeteig und Igniglyphen. Okay, dann haben wir das doch. Perfekto. So. Wo haben wir denn noch? Jeder, haben wir noch was? Die gucken wir uns auch noch an in dieser Folge. Lauf, Hase, lauf. Zack. Bisschen rohes Fleisch vom Hasen. Njam, 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 njam. Mal hier so querfeld ein. Das Medaillon vibriert. Oh, das scheint ein Ort der Macht zu sein. Sehr gut. Ein Bär. Eine Bär. Ich wurde von einem umfallenden Bär erschlagen. So. Gefährlichkeitspunkt, das ist doch wichtig. Und das Irrtenzeichen ist besser. Das Irrtenzeichen. Was ist denn hier? Ich glaube, hier waren wir noch nicht. Zerstörte Brücke. Nicht erkundeter Ort. Hier gehen wir nochmal hin. Plätze. Siehst du, ich bin jetzt auch ganz viel zu Fuß gelaufen. Kannst du gar nichts sagen.
vorbei an dieser komischen kleinen Siedlung. Verlassenes Dorf. Okay. Wieso ist es denn verlassen, das Dorf? Supp, einmal wieder hier nach oben. Das Medaillon vibriert. Das muss ein Ort der Macht sein. Ja, den haben wir doch schon entdeckt, Geralt. Das kennen wir doch schon alles. Das ist doch ein alter Hut. Ein alter Hut ist es doch. Was ist aber hier? Das ist nicht dein Tag. Wie ein Mann, alle zusammen, Leute! So, zeig schon mal zwei weniger. Hallo, dieser Tür. Gebratenes Fleisch. Yum, yum, yum. Ich krieg langsam Hunger. So. Alchemistenpulver, ein Fläschchen. Oh, Silber, sehr gut. Silber kann man als Hexer meistens gut gebrauchen. Wasserflasche, auch gut. Okay. Ein bisschen Bier gefunden. Okay, nice, nice. Gut. Wo gehen wir denn als nächstes hin? Hier waren wir schon. Hier fehlen uns noch drei Sachen. Und dann war es das, glaube ich, schon, ne? Ups. Ja. Sieht so aus. Die drei Sachen noch hier. Dann werde ich erstmal hier Richtung Brücke. Es sind doch inzwischen gar keine Wölfe mehr unterwegs hier. Ich habe sie alle ausgemerzt. So. Die zerstörte Brücke. Waren wir da unten eigentlich schon? Anscheinend nicht. Da gab es nämlich Leinen. Und ein Anfänger-Reparaturset für Rüstungen. Und Gegner, die sich aber sofort wieder verziehen. Na gut, Schnellreise. Ich denke, hier zur Mühle ist das Beste. So, und nun zum Fragezeichen der Wahl. Da lang müssen wir also, okay. Ein bisschen hier Blümchen pflücken. Soweit ist das ja nun auch nicht weg, das Fragezeichen. Aha. Hier ist ein Wagen. Da ist noch was drauf. Alchemistenpulver. Sehr nice. Sonst noch was? Da ist immer noch was drauf. Altes Ziegenfell. Ja. Und hier haben wir Wölfe. Ich habe mich eben noch beschwert, dass es keine Wölfe mehr gibt, ne? Ja. Wolf. Fliehen. Ort der Macht. Oh, eine Erscheinung.
Erscheinung. Gib mir den Wertigkeitspunkt. Yes. Yes, yes, yes. Ja. So. Sehr gut. Ist noch ein Wolf unterwegs? Aber die scheinen zu jagen hier. Ist auch nicht so übel. Geisterstaub. Wolf jetzt hier mit der Armbrust abknallen. Knallen garantiert nicht, aber naja. Die macht ja nicht so viel Schaden, ne? So, hier noch hin. Ist alles nicht so weit weg, wie es auf der Karte aussieht. 100 Fuß. Das geht. Bin gespannt, was das jetzt wieder ist. Es ist wohl ein Banditenlager. Das war eine schlechte Idee, dich hier niederzulassen, oder was? Das sehe ich auch so. Die Tönnen müssen ausgeraubt werden. Die haben Öhren und Floren und Kronen. Und Alkohol, das ist auch sehr mal. Das ist immer gut. Oh, hier haben sie einen. Und wir haben ein neues Rüstungsschema gefunden. Und wir sind überlastet. Wir haben ja jetzt auch jede Menge Crap hier. Jägerhandschuhe sind sogar besser als unsere. Den Sattel können wir mal wegschmeißen. Hier ist es alles schlechter als das, was wir haben. Der ist sogar besser als den, den wir haben. Mein Sinn. Wir haben es die ganze Zeit nicht gemerkt. So. So, jetzt haben wir jetzt wieder ein bisschen Platz in unserem Inventar. So, und hier ist noch jemand, der Seide bei sich hat. Alles klar. Auf zum letzten Fragezeichen. Ja. Nicht so weit weg. Mitten im Sumpf. Ein bewachter Schatz. Oh, ein Wasser. Eine neue Stufe. Sehr gut. Müssen wir auch gleich mal umkommen. Vergiftet. Der Wolf. Okay, hier vorne ist immer noch ein Gegner. Es ist ein Wolf, der sich hier reingeglitscht hat. Okay, dann gucken wir nochmal auf unseren Charakter. Einen neuen Slot haben wir frei hier. Was nehmen wir denn? Ich würde ja empfehlen, wir haben jetzt wie viel? 5 Punkte frei, dass wir hier unseren normalen Angriff mal auf 5 Punkte erhöhen, ne? Nehmen wir. Und rüsten den mal hoch. So, zack. Und
Das Ding wollen wir natürlich trotzdem weiter behalten. Und ich habe auch gesehen, wir haben auch ein Mutagen. Das bringt uns jetzt hier noch nicht so viel, weil man muss ja die Farben hier auch koppeln, aber irgendwann wird das sicherlich auch irgendwann mal was bringen. Das bringt ja auch hier plus 50 Vitalität. Ist ja nur besser als nix, ne? So, Inventar. Hier haben wir noch einen Skellige Gambeson gefunden. Der ist auch ganz nett. Und hier ein Handbeil, was besser ist als unser Beil. Schön, schön. Was haben wir hier noch? Noch die Überreste von den Wölfen. Hm? Das ist ein Sattel. Nee, den Sattel brauchen wir nicht. Das brauchen wir nicht. Okay. Gucken wir nochmal, ob wir nicht irgendwas noch übersehen haben hier. An Fragezeichen. Wir haben eigentlich alles abgearbeitet. Sieht soweit. Da unten steht Plötze immer noch in der Gegend rum. Ne, sieht gut aus. Das heißt, wir machen hier einen Cut. Und beim nächsten Mal, wenn wir dann hier zur Taverne zurück und schauen, dass wir Yennefer finden. Haben wir uns ja genug hier jetzt aufgehalten, nicht wahr? Alles klar, bis zum nächsten Mal, euer Kuali.